Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, beim Hochzeitsspot. So, dann gehen wir mal wieder auf die Kommentare ein, während wir Chewy zugucken, wie Chewy baut. Alles klar. So funktionieren die Autotüren aber nicht. Die funktionieren ganz wie normale Türen, nur schneller. Das heißt eben nicht, dass die aufgehen, nur weil einer blöd davor steht. Die gehen nur auf, wenn ein Kolonist durch will. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu gesagt habe. Aber wir können ja auch einfach alle Türen in Autotüren wendeln. Ich habe ja beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass ich nur diese Türen, also die zu den Privatgemächern führen, nicht in Autotüren mache. Aber wir können ja einfach alles in Autotüren machen. Ich meine, wir... Also Bauteile haben wir, ne? Bauteile ist überhaupt nicht das Problem. Stahl haben wir auch noch. So, Chewy, der Koch, der Bauer, jetzt wird der Chewy hier, der alles macht. So, jetzt probieren wir das hier mal aus. Wir machen es einfach. Auch wenn es nicht klappt. Einfach nur... Weil wir es können. So, direkt, natürlich direkt den Stuhl, ne? So, wenn der hier steht, setzen wir hier noch so ein Teil hin. Ich weiß nicht, ob einer für beide reicht. Wir knallen hier trotzdem noch einen hin. Ist scheißegal. Weil dann wäre es wieder symmetrisch. Aber das war ja auch eigentlich meine Idee. Ein bisschen Symmetrie schadet ja auch nicht. Also ich finde, wir haben jetzt schon sehr viel Unsymmetrisches. Gut, hier ist auch wieder Symmetrie drin, aber dafür haben wir das hier hingeknallt. Und ich muss eigentlich sagen, das gefällt mir ganz gut. Aber da bin ich ja nicht alleine zum Glück. Ja, das mit dem temporären Gebiet. Das... Ja, nicht labern machen. Das Problem ist, dann muss ich ja halt immer hier so ein neues Gebiet erstellen, ja? Und das Gebiet dann aber auch wieder wegmachen. Aber das ist mir gerade eingefallen, theoretisch könnte man ja auch... Ich will ja nicht, dass zum Beispiel andere durch die Privatgemächer laufen. Zum Beispiel will ich ja nicht, dass Poison Ivy, um hier hinzumachen, hier durch die Arx-Praxis läuft, sondern hier, weil die soll nämlich nur hier. Jetzt könnte ich für Poison Ivy ein Gebiet machen... Was halt das alles hier betrifft, das hier betrifft, die Blumen betrifft, überall hin kann, doch nur überall hier diese Gebäude weglassen. Also, dass sie hier nicht in die Privatgemächer gehen kann, bei den ganzen Leuten. Das könnte man theoretisch machen. Dann müsste ich aber für jeden Kolonisten ein eigenes Arbeitsgebiet machen. Oh, das wäre so cool. Wenn man Arbeitsgebiete zeitlich begrenzen kann, also wenn man hier, wie das zum Beispiel auch hier mit den Drogen ist, ja, wenn man hier jetzt zum Beispiel das hier, ne, zack, wenn man dasselbe auch mit den Gebieten machen kann, hier, so, wir nennen das Gebiet 1 einfach mal innen. Wir machen es jetzt einfach nur mal so. Huch, was mache ich denn hier? So. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel innen haben, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Klickt man hier auf innen, könnte man drauf und dann könnte man so die Zeit von wann bis wann, wenn zum Beispiel hier Arbeiten ansteht, ja? Dass sie dann nur in diesem Gebiet hängen. So, in der Freizeit können die sich frei bewegen. Dann in Freizeit könnten wir denen auch ein Gebiet zuordnen. So, dass sie wirklich in dieser Arbeitszeit nur in ihrem Arbeitsgebiet rumhängen. Das wäre wiederum cool. Aber das können wir leider nicht einstellen. Das muss, glaube ich, von den Entwicklern kommen oder irgendwie durch einen Mod oder sowas. Aber das fände ich persönlich geil. Na, dann kann man nämlich wirklich Arbeitsgebiet einrichten, wo die dann nur arbeiten soll. Na, der Schneider, der wird dann einfach nur hier drin.
Aber ich glaube, dafür war das, das war nie so gedacht, ne? Das war hier eigentlich immer so gedacht, dass jeder irgendwie ein bisschen alles macht, ne? Aber das ist halt die spielerische Freiheit, die man dann austoben kann. Oh, wir haben mal Trockenfutter. Ich habe noch gar kein Lager für Trockenfutter. Wobei, hier muss man ja eigentlich nicht, ne? Wenn wir jetzt hier Dach erweitern. So, dann haben wir jetzt hier eine Lagerzone. Und wir haben hier eine Lagerzone. So, erstmal hier alles löschen. Wichtig. Hier kommt Heu hin. So, alles löschen, wichtig. Und da liegt schon Trockenfutter, perfekt. Hier kommt das Trockenfutter hin. So, hier das Heu. Warte, wenn wir das hier auch wichtig haben, das ist ja unser Notfallheu. Dann darf das hier nicht auf, dann muss das hier höher als wichtig sein. Machen wir das hier mal auf kritisch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier die Mauer überhaupt benötigt haben. Aber theoretisch hätten wir hier auch eine, dann hätten wir so eine Art kleine Stallung. Alter! Uäh. Das ist ja ein Unding. Da steht einfach so ein Stein im Weg. Gut, der Baum, der wird halt weggeruppt. Ist hier irgendwas im Weg? Nein. Oh, wir haben eine Hitzewelle, by the way. Ach du Scheiße, bei einer Hitzewelle können wir gar nicht hundertprozentig kühlen. Aber wir haben ja überall Klimaanlagen drin, ne? Hier ist keine. Hier auch nicht. Wie konnte ich das vergessen? Ja, es ist schade, dass man die nicht drehen kann. So. Ja, hier sind Ventilatoren drin. Hier ist die Klimaanlage, die Heizung. Ihr braucht nichts. Hier ist. Wo habe ich eigentlich jetzt alle Kommentare gehabt? Ja, die Bauzone. Also ich meine, bevor ich hier 100 Mal klicke, wäre das natürlich schon einfacher gewesen, einfach hier eine Bauzone zu errichten, ne? Wir können aber mal ein bisschen Valkyrie verfolgen. Wobei, das haben wir die letzten Male ja auch schon gemacht. Ich überlege gerade, alle so einzuteilen. Ja, da sind ein paar gute Sachen dabei. Aber ich habe jetzt nichts wirklich für Karawane. Uchala, upsala. Weißt du was? Wir füllen einfach mal einen Schichtplan ein. Wenn wir später Wachen haben, also mehr Jäger, dann könnte man die Jäger auf Früh, Spät, Nacht, dass halt rund um die Uhr einer, der bewaffnet ist, wach ist.
Ne, so als kleine Patrouille. Nur, dass wir keine Aufgabe als Patrouille. Wir könnten ein Gebiet machen, wo der dann einfach nur rumläuft. Und das dann halt Patrouille nennen. Es gefällt mir hier noch nicht. Das gefällt mir nicht, aber meistens, eigentlich gefällt mir das hier oben nur nicht, weil hier so viel Platz ist. Aber wir setzen hier einfach mal auf der anderen Seite auch noch die Lampen hin. Guck mal, könnte man nicht hier super auch einen Tisch hinsetzen? Jetzt wollte ich es schön da reinknallen, aber das passt natürlich nicht. Aber ist ja egal, es muss ja nicht in die Mitte passen. Wie würde. Naja, Wir knallen hier jetzt einfach mal so einen Tisch hin. Wobei das ja mitten auf dem Patrouillenweg. Ne, komm, den machen wir wieder weg. Wir machen wieder unser altbekannte Struktur hier hin. Aber aus Holz. Normalerweise baue ich doch zuerst den Tisch, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. So. Holzwand und der Holzboden. Ein Überfall. Oh, drei Leute. Gar nicht mal so weit weg. Prinzessin Lea. Die Norm. Wo sind die? Hä, wo sind die? Da unten. Wir könnten ein bisschen Deckung finden. Prinzessin Lea. Damit wir auch ein bisschen taktisch vorgehen. Beim letzten Mal habe ich sie ja einfach irgendwie hingestellt. Okay, hier ist ein Baum davor. Wir gehen denen ein bisschen entgegen, damit die nicht so nah kommen. Oh, die starten schon ihren Angriff. Was macht Batman denn da? Nee, Alter, Batman, geh weg. Werft auch die Granate. Scheiße. Okay. Angie, dein Ernst? Ist das unsere Angie? Nee. Doch, das ist unsere Angie. Emilia Angie Flace, das ist unsere Angie. Unsere Angie hat uns angegriffen. Das ist tatsächlich unsere Angie gewesen. Ist sie noch da? Aber unsere Angie hieß ja auch Angie Flace. Oder Flace oder Fleiß. Warum greift denn unsere Angie uns an? Komm, noch ein Tier, ey. Oh nein, ist schon wieder eine Boomratte. Ja, erstmal was essen. Ja, das brennt hier jetzt alles nieder, ne? Ja, okay, die wollen alle pennen gehen. Hör mal, seid ihr denn alle? Hier wird nicht gepennt. Das gibt's nicht. Ach, Gott sei Dank, der Regen.
Der Regen wieder allrettend, kann man sagen. So, jetzt will ich aber hier mal eine Hochzeit sehen, ne? Alter, mit der Schrotflinte, das hat wehgetan, bestimmt. Also, wenn wir mehrere Ärzte haben, werden die auch auf jeden Fall im Schichtrhythmus arbeiten. Wir brauchen eine undingsende. Ja, okay. Ja, erstmal hier schön alles vollbluten. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, den direkt zu verarzten. War der denn. Ja, gut, rechts Bein abgeschossen, ne? Oh, das wäre aber ein super Forscher gewesen. Und Fernkampf. Ja, jetzt liegt hier ein Toter, ne? Das wird dem Harley nicht gefallen. Weil bis jetzt ist es ihm egal. Okay, die Norm rennt schon weg. Muss auch mal wieder geputzt werden. Okay, das Ding ist fertig. Der kümmert sich tatsächlich um beide. Wir knallen hier trotzdem noch einen hin. Haben wir die Ressourcen überhaupt? Gold haben wir, Plastahl haben wir tatsächlich auch. Wir knallen ihn trotzdem einen hin, ist doch kackegal. Das sieht cool aus. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Aber ist schon krass, ne? Wir sind auf Speedy, aber wie lang das jetzt zum Anbauen braucht, ne? Ich würde das Lager echt gerne hier überdachen. Genau, ich würde das am liebsten so bauen wie hier. Dann passt das nur nicht mehr hier hin, außer ich rupp hier den Berg weg. Ich meine, wenn ich hier jetzt noch einen Weg hin mache, ne? Wir gucken gerade mal. Na, dann wäre das hier ungefähr so ein Vierer nur. Hm. Oder warte, wenn ich hier. So, wenn ich hier eine. Ja, das wäre dann aber auch doof, ne? Mann, was ist denn jetzt hier los? Ich kriege hier 1 Milliarde Sachen. Verwirrung, Zusammenbruch. Der Superman halt. Er lebt aber schon länger, als ich eigentlich gedacht habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Alter, Joker ganz in Rot. Wir brauchen aber noch mal einen Händler, der hier den ganzen Müll wegkauft. Wir haben noch ein paar. Ja, wir brauchen immer noch kein Fleisch. Wie sieht's aus bei Chewie? Alter, das ist schon Kochen 4. Es ging ja viel schneller als hier. Ach ja, Stromkabel. Das musste. Hier fehlt ja eins. Zack. Wenn das liegt, haben wir auf jeden Fall erstmal genug Strom. Also wenn das hier fertig ist, haben wir so oder so viel zu viel Strom zur Zeit. Ui, was machen die denn hier? Wieso chillen die sich denn an die unterschiedlichen Tische? Ich würde auch gern hier mal öffnen. Aber ich habe Angst, das zu öffnen. Ah, ja, schön. Ja, gut, dass du nicht auf den Tisch gekotzt hast. Wir müssen auch langsam mal gucken, wie wir Waffen bekommen, ne? Haben wir jetzt eigentlich alles gebaut? Nee, die Kunst noch. Die Kunst. Bildhauertisch.
Ich meine, der Bildhauer wäre eigentlich praktisch hier oben direkt neben dem Steinmetz, ne? Aber hier ist der Friedhof. Ich habe eigentlich voll die coole Idee gerade für einen Bildhauer. Ich knall den mal hier hin. So, jetzt muss das hier weggeruppt werden. Okay. Also erstmal Boden. Hier ziehen wir. Was haben wir hier durchgezogen? Also muss ich hier mit. Nee. Wir probieren das jetzt auch mal anders. Weil wir hier oben im Marmorgebiet sind, knallen wir hier auch mal Marmorwände hin. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie groß ich das gemacht habe. Und wir knallen natürlich direkt die Autotüren rein. Ah, okay, dann ziehen wir das hier einmal durch. So. Komm, ziehen wir durch. Zack. Okay. Fangen wir einmal mit den Autotüren an. Jetzt bauen wir nur noch Autotüren. So, jetzt machen wir hier den Boden. Führen wir jetzt erstmal weiter. Marmorfliesen. Okay, Marmorplatten. Ziehen wir hier auch durch. Ich habe gerade überlegt, man könnte ja hier auch wieder so Pflanzen sowas hier machen, aber das würde ja nur hier hinpassen. Schön, dass du sauber machst, Superman. Ich bin gespannt, wie das Marmorhaus nachher aussieht. So, und hier machen wir jetzt nämlich was ganz Besonderes. Ja, was heißt ganz Besonderes? Erstmal muss ich wissen, was für ein Boden. Genau, hier machen wir jetzt auch speichern. So einen Boden einfach rein. Dass die jetzt direkt hier arbeiten, ne? Sind die hier fertig? Nö, haben noch keine Lust hier zu arbeiten. So sieht's aus. Alles klar, schon verstanden. Das hier wird ja jetzt Künstlerhaus, ne? So, bei Künstlern ist das ja oft so, dass. Ja, was heißt oft? Aber die wohnen ja zusammen. Also, so wie ich das weiß, sind Künstler dann oft so, die dann direkt bei ihrer Kunst leben, ne? Die gehen dann nicht irgendwo hin in ein Büro, so wie hier, ne? Der Schneider geht in einen extra anderen Raum oder sowas. Oder hier. Sondern die haben das meistens immer zu Hause. Deswegen bauen wir hier jetzt auch keinen Unterschied. Das hier passt perfekt hier rein. Das war jetzt nicht ganz die Absicht, aber ist natürlich super.
Wir müssen jetzt natürlich auch überall mal ein bisschen Licht und so reinknallen. Hier tue ich dann später das Bett hin. Aber ich glaube, es wäre am besten, wenn hier erstmal die Dings stehen würde. Die Wand, nicht die Wand, die Mauer. Nee, warte, hier ist doch die Tür, ne? So ein Mist. Fünf Pistolen haben wir nicht. So, hier kann ich ein bisschen Kunst überall hinknallen jetzt. Er kriegt aber auch noch einen Blumentopf. So, hier draußen, was habe ich gemacht? Weil hier draußen werde ich ganz viele Kunststücke hinstellen. Entweder hier so ein großes, dann hier so ein paar kleine oder sowas. Das war die Idee dahinter. Dass das theoretisch dann hier der Arbeitsort ist, aber der stellt die natürlich da drin her. Ne? Aber. Ui, das sind sogar ein paar. Superman war unser Bester in Sozial. Mir gefallen die Granitwände trotzdem besser. Was ist denn hier passiert? Also Superman. Dann zeig mir mal deinen Wert. Boah, das klang aber böse. Hallo? Hallo? Stehen bleiben. Okay, Batman. Oh, Batman hat sogar Sozial 7, also gar nicht mal so bad. Also wir bräuchten auf jeden Fall Medizin, ist auch gar nicht so teuer. Wir haben nur keine Kohle. Ja, die haben natürlich viel cooles Zeug, wir können nur nichts kaufen. Und die kaufen leider aber auch nicht viel, was wir haben. Was wir bräuchten einen Großhandel. Wir bräuchten einfach nur einen Großhandel. Jetzt habe ich ihn hier vom Arbeiten abgehalten. So ein Mist. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Gefällt mir aber so. So, hier kommt noch irgendwo ein Drogenlabor hin. Was wir nirgendwo jetzt gemacht haben, sind hier so Werkzeugkisten. Ich meine, ich könnte hier jetzt immer noch so Werkzeugkisten reinknallen. Einfach zwei Stück. Was ist denn jetzt hier? Haben wir jetzt zwei Bewusstlose? Oh, der erfriert da gerade, Leute. Ja, das wäre es noch gewesen. Er wäre jetzt da. Ja, hier brauchen wir noch nicht. Können wir noch irgendwo. Hier haben wir. Tatsächlich an dem Schlachtertisch, aber. Warum sollten wir. Nee, nee. Nee. Hier wäre eigentlich ganz praktisch, aber hier ist eigentlich zu klein. Hier könnte man hinsetzen, aber dann haben wir da kein Licht mehr. Und im Dunkeln arbeiten ist auch Kacke. Das Problem könnten wir aber beheben. Hier, der war eh schlecht. Hier, Walküre. Du wolltest eh gerade hier hingehen. Finde ich gut.
Hey, Valkyrie, Valkyrie! Ja, okay, bau erstmal die Heizung neu. Die eigentlich total unnötig ist, weil das hier alles läuft. Das muss eigentlich gar nicht. So, jetzt willst du ja eh hier hin, ne? Dann kannst du ja auch hier hin machen. Zack! Problem gelöst. Noch irgendwo. Hier nicht. Wobei, hier könnten wir auch einen hinknallen. Aber wozu? Wozu sollen wir? Was bringt das? Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Wozu müssten wir an diesem Tisch die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen? Ich meine, Schlachten geht schnell und Trockenfutter produzieren geht auch schnell. Das hier dauert lang. Das hier, wir brauchen eigentlich auch nicht unbedingt, aber davon brauchen wir halt viel. So, hier brauchen wir aber eins. Zack. Was wir auch nicht vergessen dürfen, den Stuhl. Und den Boden. Also ich finde ganz ehrlich gesagt, diese Türen mit Granit viel cooler als jetzt hier eine Marmorwand und dann eine Holztür. Ja, die gehen alle bei Batman essen. Anstatt die hier, wobei da gehen sie auch. Und wir haben Stromprobleme. Dabei haben wir doch ein... Komm, das machen wir jetzt noch schnell, weil wir haben noch minus 10, aber wer weiß wie lange. Und das Licht geht wieder an. Da schläft einer bei den ganzen Toten. Naja. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und nicht wieder da drin umfallen, Superman. Also bis dann. Ciao!